Als ich da nach 26 Jahren gegangen bin, was eine sehr lange Zeit ist, ich bin da halt reingeboren in diesen Verein, war das eine sehr große Enttäuschung. Das hat eine riesige Palette von Gefühlsausbrüchen natürlich gegeben, von Hass, Zorn, große Aggression, bis nachher auch Trauer letztendlich kam, dass man irgendwo ja auch sein Leben in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Und wofür das letztendlich alles? Also ich musste praktisch in der Zeit wieder ganz von vorne anfangen. Sabine wuchs bei den Zeugen Jehovas auf, wurde in die Sekte hineingeboren. Im Alter von 26 Jahren schaffte sie es gemeinsam mit ihrem Freund auszusteigen. Es gab zu viele Fragen und Zweifel, die unbeantwortet blieben, zu viele Regeln, die nicht verständlich waren. Wir wissen, was gut für dich ist und du solltest uns gehorchen. Die Welt ist verdorben und voller Sünde. Nur wenn du Jehovas Gebote befolgst und Satan widerstehst, wirst du gerettet werden. Die zuverlässigen Informationen der Bibel stammen vom Urheber dieses Buches, Jehova Gott. Vor der Außenwelt waren die Zeugen Jehovas ganz eindeutig. Sie sagen, dass alles Üble und Böse von der Außenwelt kommt. Die Außenwelt hat einen Namen, die heißt das böse System der Dinge, was immer das sein mag. Und diesem System werden alle schlechten Merkmale zugeschrieben. Also ob das nun die Geldliebe ist, da draußen dreht sich alles nur um Geld, da draußen dreht sich alles nur um Karriere, da dreht sich alles nur um Sex und um schnelles, leichtes Leben und es ist alles sehr oberflächlich. Und alles, was die Außenwelt sagt, ist in der Art eine Gefahr, weil das den Zeugen wirklich aus der Gemeinschaft ziehen könnte. Ein Video der Zeugen Jehovas. Auch die Lösungen für die Probleme von heute wurden ihm offenbart. Die Außenwelt ist dämonisch, böse und brutal. Mit solchen Videos, die an die Zeugen verteilt werden, sollen die Anhänger dazu gebracht werden, den Kontakt mit der angeblich nur schlechten Außenwelt zu vermeiden. Hoffnung sollen sie nur in der Lehre der Wachturmgesellschaft und in ihrer eigenen Bibelauslegung finden. Dieses Buch wurde einmal gesagt, Menschen haben für sie gelebt. Menschen sind für sie gestorben. Kein anderes Buch reicht an ihren Einfluss heran. Dieses Zeugnis ist wahr. Gerade deswegen fahre fort, sie mit Strenge zurechtzuweisen, damit sie im Glauben gesund seien. Ein anderer Fall. Carmens Eltern waren Zeugen Jehovas. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Sekte. Hautnah erlebte sie die harten Erziehungsmethoden der Zeugen Jehovas, die sich dabei auf ihre Bibel berufen. Ich wurde von meinem Vater auch geschlagen, seit meinem ersten Lebensjahr. Wenn ich irgendetwas angestellt hatte oder frech irgendetwas gesagt hatte, dann hat er mich mit einem so langen Stock geschlagen auf den nackten Hintern. Die Zeugen Jehovas berufen sich mit diesem Schlagen auf die Bibel, die er sagt, dass man die Kinder mit der Rute züchtigen soll. Also sie nehmen das richtig wörtlich und schlagen ihre Kinder mit der Rute. Ich habe selbst miterlebt, wie die Kinder im Königreichssaal geschlagen wurden. Sogar Zweijährige haben gespielt oder haben Lärm gemacht. Da wurden sie rausgezogen, aber wirklich manche sogar am Boden geschleift, wurden rausgezogen. Dort wurden sie so lange geschlagen. Also so ein kleiner Junge habe ich beobachtet, der wurde fast regelmäßig geschlagen. Der war gerade 2 Jahre alt, der wurde rausgenommen. Hin und her, der kam mit einem blutroten Gesicht wieder. Ja, so lange, bis er nicht mehr geschrien hat. Da musste er sich wieder reinsetzen. Jehova sagt, wer seine Rute zurückhält, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, der sucht ihn sicherlich heim mit Züchtigung. Vor 3 Jahren verließ Carmen zusammen mit ihrer Mutter die Zeugen Jehovas. Heute sieht Carmens Mutter ihr Verhalten von damals kritisch. Ich war ja total davon überzeugt und habe gedacht, ich mache alles richtig. Ne? Kinder schlagen. Gehörte halt dazu. Und immer wieder den Willen brechen, die Persönlichkeit brechen. Das gehörte halt dazu. Ich habe es ja mit mir innerlich genauso gemacht, als ich dazugekommen bin zu den Zeugen Jehovas. Zu den Prügeln kommt das Schüren der Angst vor dem nahen Weltuntergang, dem sogenannten Harmagedon. Ein Video von ehemaligen Zeugen, die darstellen wollten, wie ihnen Harmagedon geschildert wurde. Nur die Zeugen Jehovas würden überleben, ins Paradies kommen. Besonders bedrückend war halt immer diese,
diese Angst, die die Zeugen Jehovas einem gemacht haben. Sie haben mir immer erzählt, wenn ich jetzt etwas Falsches mache oder wenn ich etwas Falsches tue, dann komme ich nicht aufs Paradies. Also ich werde praktisch vernichtet werden in Harmagedon, werden sie mich tot machen. Und da ich ja nach 1914 geboren bin, werde ich Harmagedon live erleben und ich werde es praktisch miterleben, wie sie mich umbringen werden. Sieht doch stark aus, oder? Auch dieser Junge hat immer noch Angst. Sein Vater holt ihn aus der Sekte, als er merkte, dass sein Sohn immer nervöser wurde. Die Mutter ist Zeugin Jehovas. Sie erzog ihn in diesem Glauben. Der Vater hielt es zunächst für harmlose Bibelstudien. Als ich dann schließlich von meiner Frau getrennt lebte und der Junge mich am Wochenende immer besuchte, wurde er immer auffälliger. Er sagte zu mir, Papa, bald ist Harmagedon. Dann werden alle Kirchen in Schutt und Asche gelegt, selbst Oma und Opa. Wenn die da drin sind, die werden alle sterben. Und es ist wirklich nur schade, Papa, dass du nicht dann dabei bist im Paradies, dass ich dann alleine sein muss. Das ist traurig. Seit einem Jahr lebt der Sechsjährige bei seinem Vater. Der hat den Job gekündigt, um das Sorgerecht für ihn zu bekommen. Doch immer noch kommen abends die Dämonen. Ich sag, Mike, warum kannst du denn nicht einschlafen? Ja, er druckst dir immer rum. Auf einmal sah ich ein Messer in seiner Hand, ein Spielzeugmesser, so ein Gummimesser hat er immer da. Ja Mensch, Papa, sagt er zu mir, ich muss doch die Dämonen bekämpfen. Schau mal unter meiner Eisenbahnplatte, kann man denn da nichts sehen? Ich sag, nee, Mike, da ist doch nichts. Doch, Papa, die sind fast jeden Abend da. Und die Mama hat mir gesagt, die Dämonen kommen immer, wenn ich nicht lieb bin. Dann kommen die Dämonen und Geister kommen dann zu mir. Und deshalb habe ich nachts auch immer Angst, auf die Toilette zu gehen, weil ich kriege dann so eine richtige Gänsehaut und muss an die Dämonen denken. Und dann war mir klar, dass das alles mit den Zeugen Jehovas zu tun hat und mit denen ihrer Lehre, was den Kindern dann beigebracht wird. Der Vater konnte erreichen, dass der Junge eine Therapie bekommt. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um von den Zeugen Jehovas loszukommen. Noch heute habe ich Ängste, zum Beispiel die Dämonen, wie sie immer gepredigt haben, die Dämonen, die nachts kommen oder die uns bestrafen oder Satan und Harmagedon. Davor habe ich immer noch Angst und ich glaube auch nicht, dass man das so schnell los wird. Ich schlafe immer noch mit Licht, ich versuche das Radio anzulassen. Es ist sehr schwer, das zu verarbeiten. Also noch heute ist es für mich schwer, meine Angst abzubauen. Sind es, die das Unglück verfolgt, die Sünder. Und nur für die Gerechten ist das Paradies. Welche Segnungen wird Gottes Königreich bringen? Und so stellen sich bringen? Die Zeugen Jehovas das Paradies vor. Bunte und farbenfrohe Bilder. Dieses Video wird unter den Zeugen verteilt. Nur wer in der Sekte bleibt, dem winkt das ewige Leben. Wie wunderbar. Jehova verheißt uns gemäß Offenbarung 21, Vers 4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Uns wurde ja dabei gebracht, dass es irgendwann Gottes Paradies geben wird und dass diese Welt, wie sie jetzt besteht, dass das alles nicht mehr sein wird. Und daran habe ich natürlich auch geglaubt. Und als das jetzt alles nicht mehr war, fiel ich natürlich erstmal in ein großes Schwarzloch, wie geht's jetzt weiter? Und habe dann auch erstmal mein Leben so zurückgeguckt und hatte so den Eindruck, ich war praktisch an einem Punkt angelangt, dass ich auch gar nicht mehr die Energie hatte für einen Neuanfang. Ich war ganz isoliert, stand alleine da. Mich haben Leute natürlich auch gemieden. Die Ängste, die ich hatte, waren dann, wie bringe ich das meinen Eltern bei? Wie bringe ich das meiner Familie insgesamt bei? Und überhaupt dieses ganze Nichtverstehen der anderen, das musste ich ja auch erstmal ertragen können. Also, dass die mir jetzt auch erstmal feindlich gegenüberstehen, das musste ich erstmal aushalten können. Und das macht natürlich Angst. Sektenaussteiger wie Sabine stehen zunächst völlig allein da. Für die Zeugen Jehovas sind sie zum Feind geworden. Doch es gibt Kreise, wo sie Hilfe bekommen können. Das ist der Verein Kids, Kinder in destruktiven Sekten. Dieser Hilferuf eines jungen Mädchens erreichte den Verein in Leverkusen. Ich bin 16 Jahre alt und seit meiner Geburt in diesem Glauben. Ich will da raus. Doch da meine Mutter zu den Zeugen Jehovas gehört, ist es unmöglich, aus dieser Sekte rauszukommen. Ich würde so gern das machen, was meine Freunde dürfen. Weihnachten, Geburtstag oder Silvester feiern. Durch die strengen Regeln der Zeugen Jehovas werden Anhänger schnell zu Außenseitern. Sie leben in einer abgeschotteten Gemeinschaft.
Freundschaften mit Andersgläubigen sind tabu. Sie sind isoliert von der Außenwelt, die als feindlich und bedrohlich gilt. Früher wollte ich oft nicht zu den Versammlungen gehen. Meine Mutter ist ausgerastet. Wir schrien uns an und sie schlug mich. Ich lag auf dem Boden. Sie schlug weiter. Niemand weiß, wie unglücklich ich bin, was ich alles durchmachen musste. Bitte, helfen Sie mir. Sonst sind meine Jugend und mein späteres Leben versaut. Und es entstanden Blitze und Donner. Und ein großes Erdbeben ereignete sich, wie sich ein solches nicht ereignet hatte, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. Die Zeugen Jehovas glauben, dass ihre Bibelauslegung die einzig wahre ist. Steht eine strahlende, herrliche Zukunft bevor. Wir können uns darauf verlassen, dass sich die Bibel durch genaue Geschichte und zuverlässige Prophetie auszeichnet. Was sie für die nahe Zukunft verheißt, wird mit Sicherheit eintreffen. Was auf religiöser Ebene passiert ist, ist, dass ich meinen Glauben letztendlich total verloren habe. Ich könnte ja jetzt praktisch auch nicht mehr nur an die Zeugensachen glauben, aber es ist noch viel mehr passiert. Ich glaube auch nicht mehr an Gott. Ich bete nicht mehr. Also meine gesamte Religiosität ist dadurch vernichtet worden letztendlich. Weil ich gesehen habe, was Menschen an Macht ausüben können, dann im Namen Gottes das aber tun, ist jetzt alles, was damit natürlich zusammenhängt, für mich erstmal gestorben. Also ich möchte damit erstmal nichts zu tun haben.